Der US-Elektroautobauer Tesla hat heute sein im Bau befindliches Werk in Brandenburg der Öffentlichkeit präsentiert. Mehrere tausend Besucher besichtigten das Gelände in Grünheide. Es ist die erste Tesla-Fabrik in Europa. Die abschließende Genehmigung für den Bau steht noch aus. Nach dem Willen von Firmenchef Musk soll noch in diesem Jahr die Produktion dort beginnen. Hunderttausende Menschen hatten sich beworben, aber nur 9000 durften rein. Und auch nur solche, die in der Umgebung wohnen. Viele Besucher hier sind offenbar für die Fabrik. Ich finde es wunderbar hier für die Region, wie sich das alles entwickelt. Ja, man muss ja nicht zurückgucken, man muss immer vorwärts gucken. Ich fand es sehr gut, dass Tesla hierher kommt, weil das gibt uns ja auch Arbeitsplätze hier in der Region. Ich habe sehr viele Roboter gesehen, nur Roboter, aber keine Menschen. Die kommen erst noch, wenn die Fabrik Ende des Jahres in Betrieb gehen soll. Bislang laufen die Maschinen lediglich im Testmodus. Das Highlight für die meisten heute, der Auftritt von Firmenchef und Hightech-Ikone Elon Musk. Dieser bedankte sich auf Deutsch. Die Unterstützung, die wir von den Leuten hier in der Grünheide und ganz Deutschland erhalten haben, ist super beeindruckend. Auf dem Firmengelände gab es dann noch ein Volksfest. Vor den Toren hatten sich die Kritiker der Fabrik postiert. Sie befürchten unter anderem, dass das Werk zu viel Wasser verbraucht und zu Umweltschäden führt. Weil dieses Werk im Wasserschutzgebiet ist. Und mit Tesla steuern wir auf eine Umweltkatastrophe zu, hauptsächlich im Bereich Wasser. Die Werksgegner setzen darauf, dass die endgültige Genehmigung nicht ausgestellt wird.